Ja, hey, hallo, herzlich willkommen zur Marketing Coffee Break. Es ist wieder Donnerstag, es ist 11 Uhr und die Juliane und ich, wir machen gemeinsam eine kleine Kaffeepause und wir sprechen über verschiedene Marketing-Themen. Heute was ganz Interessantes und was, ich glaube, etwas, was viele noch interessieren wird dieses Jahr. Juliane, schön, dass du mit dabei bist. Ja, schön, dass wir heute uns wieder treffen zur virtuellen Kaffeepause, donnerstags um 11. Ich freue mich auch. Genau. Heute geht es ja um das Thema, was du jetzt im Dezember noch machen kannst, um eben heuer auch noch Umsatz zu machen. Und wir haben da drei kleine Tipps für dich vorbereitet. Aber bevor wir loslegen, Juliane, magst du dich vielleicht kurz vorstellen, für die, die dich noch nicht so gut kennen? Ja, natürlich gern. Also mein Name ist Juliane Behnert und ich bin Social Media Beraterin aus Maintal im Rhein-Main-Gebiet. Eigentlich ist das nicht so wichtig, weil ich sowohl online als auch offline ja berate, aber dann wisst ihr Bescheid, wo ich mich so lokal aufhalte. Und ich erstelle mit meinen Kundinnen und Kunden halt Social Media Strategien, helfe bei der Umsetzung und übernehme durchaus auch die Betreuung der Kanäle. Super, vielen Dank. Ja, Gerne. ganz kurz auch noch zu mir, für die, die vielleicht zufällig gerade mal über meine Fanseite stolpern. Mein Name ist Andrea Erhardt und ich unterstütze Solounternehmerinnen dabei, mit ihrem Content ihre Wunschkunden zu erreichen, von sich zu überzeugen und eben auch Kunden zu gewinnen. Genau, und heute haben wir ein echt spannendes Thema, weil es ist ja heute schon der 13. Dezember. Das heißt, fast die Hälfte des Monats ist um und wenn man die Feiertage abzieht, eigentlich noch viel mehr. Trotzdem gibt es unserer Meinung nach noch mindestens drei Dinge, wahrscheinlich noch viel mehr, weil wir haben uns drei rausgepickt. Es gibt drei Dinge, die du jetzt im Dezember noch machen kannst, um auch jetzt noch Umsatz zu machen, bevor das Jahr zu Ende geht. Juliane, magst du mit dem ersten Tipp vielleicht loslegen? Ich mag loslegen, ja, sehr gern. Obwohl, ich denke fast, dass dein Tipp wäre erstmal passender zum Ja. Übergang, weil es ja um also um ein Produkt geht, was man selbst hat. Mein Tipp geht ja ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, dann lege ich gerne los. Ja, mach das mal. Und zwar, wenn du einen Online-Kurs hast, dann kannst du den jetzt noch promoten. Ja, also wenn das ein Online-Kurs ist, den es das ganze Jahr sozusagen zu kaufen gibt oder jetzt gerade zu kaufen gibt, dann kannst du den jetzt noch promoten mit dem Hinweis, dass zwischen den Jahren ja Zeit ist, um sich ein bisschen weiterzubilden und da eben nochmal ein bisschen Schwung auch reinzukriegen in dein Thema und auch den Verkauf deines Online-Kurses nochmal anzukurbeln. Ja, ganz genau. Weil ich habe auch gerade jetzt letztens festgestellt, ich wollte ja ein bisschen ruhiger machen zwischen den Jahren und das werde ich auch machen, aber ich habe mich tatsächlich da noch zu einer Sache hinreißen lassen fürs nächste Jahr und da werde ich tatsächlich doch die Zeit zwischen den Jahren auch nutzen, um mich da noch ein bisschen fit zu machen, um da ein bisschen Struktur reinzubringen. Also es ist total sinnvoll, vielleicht jetzt noch den einen oder anderen Online-Kurs eben zu kaufen oder wenn du eben einen hast, den eben zu verkaufen, nochmal zu promoten, um dann eben ja nochmal Umsatz zu machen. Und weil wir eben beim Thema Online-Kurse sind und wenn du dich hier ja auf Facebook aufhältst, dann wirst du das ja sehen, es gibt ja unheimlich viele Angebote eigentlich für jede Lebenslage und du hast ja vielleicht Kooperationspartner, aber eben vielleicht keinen eigenen Online-Kurs. Und wenn du einen Kooperationspartner hast, wird es ja einen Grund dafür geben, nämlich ja, dass ihr vielleicht die gleiche Zielgruppe ja, habt und überschneidet. Hört man jetzt gerade das Gebimmel bei mir? Macht nichts. Ach ja, schade. Ja, genau. Und da könntest du natürlich ja auch die Online-Kurse deiner Kooperationspartner einfach eben verkaufen, indem du eben sagst, du wirst Affiliate-Partner für dieses Online-Produkt und bietest dann eben deiner E-Mail-Liste oder über deine Social-Media-Kanäle eben diesen Kurs an. Sagst eben, warum er passt für deine Zielgruppe. Macht natürlich nur Sinn, wenn er passt. Das, ja? Und dann kannst du eben sozusagen als Affiliate-Partner über den Verkauf dieses Online-Kurses eben auch noch ein wenig Umsatz für dich machen. Das ist also auch noch eine Idee, vielleicht im letzten Mailing jetzt vor Weihnachten da nochmal eben auf einen Kurs eines Kooperationspartners hinzuweisen. Genau. Und wenn du keinen Online-Kurs hast und auch mit Kooperationspartnern da noch nicht so weit bist und noch nicht so viele hast, die du nutzen kannst, wenn du zum Beispiel 1:1-Beratung oder 1:1-Coaching anbietest, dann ist natürlich jetzt die Zeit für Weihnachten nicht mehr ideal, um damit zu starten, um mit einem neuen Coaching zu starten, aber um im nächsten Jahr zu starten. Und dann kannst du vielleicht ein Angebot noch an deine E-Mail-Liste schicken, wo du sagst, okay,
buche jetzt schon das Paket, vielleicht auch erst mit einer Anzahlung sozusagen zu fixieren und gib einen kleinen Bonus noch drauf. Gib, weiß ich nicht, wenn du hast ein Workbook oder ein PDF oder nochmal 30 Minuten extra Beratung oder keine Ahnung, dir wird sicher was einfallen. Gib einen Bonus oben drauf und sag, okay, wenn du jetzt buchst, auch wenn es nur mit einer Anzahlung ist, können wir nächstes Jahr starten. Das heißt, du hast dann auch schon, du hast heuer noch ein bisschen Umsatz mit der Anzahlung oder auch wenn deine Kunden bereit sind, jetzt schon den gesamten Preis zu bezahlen. Und du hast dann auch schon eben Termine fürs nächste Jahr und auch schon Kunden fürs nächste Jahr. Ich finde, das ist eine ganz, ganz gute Herangehensweise. Ganz genau. Und falls du vielleicht jetzt auch zum Jahresende deine Preise erhöhst, ist das natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, darauf hinzuweisen, im nächsten Jahr wird es teurer, wenn du jetzt halt noch buchst, dann kriegst du noch die alten Preise. Ist ja auch ganz üblich im Anzeigengeschäft. So haben wir das früher auch immer gemacht, als ich noch in der Anzeigenabteilung gearbeitet habe. Das ist also auch eine Möglichkeit. Aber auch so wie Andrea eben sagt, einfach nochmal auf einen Bonus hinweisen, den es halt gibt, wenn man eben jetzt noch bucht. Und weil wir vorher drüber gesprochen haben, zwischen den Jahren ist Zeit. Und zwischen den Jahren nehmen sich viele auch dann Zeit, gerade wenn sie dann genug von der Familie haben, wollen sie sich vielleicht auch mit was anderem beschäftigen und vielleicht dann eben auch mit dem Business. Du musst nicht, meiner Meinung nach, nicht alle E-Mails noch vor Weihnachten rausschicken. Ja, du kannst ruhig auch noch zwischen den Jahren, wenn die Feiertage dann rum sind, so was im 27., 28., nochmal ein Mailing machen und da eben auf dein Angebot hinweisen. Das heißt nicht, dass alles, was bis zum 23.12. nicht raus ist, dann heuer nicht mehr raus darf, sondern schau, ob du da für dich noch einen passenden Zeitpunkt findest, um da deine E-Mail-Liste nochmal zu aktivieren zum Beispiel. Wunderbar. Ja. Guter Tipp nochmal. Ich werde kein Mailing verschicken zwischen Weihnachten, aber klar, kann man durchaus machen, weil es nicht so viele machen werden wahrscheinlich und dann fällt man auch mehr auf. Genau. Ja. Gut, ja, das war es auch schon mit unseren drei Tipps. Bin gespannt, ob für dich was dabei ist. Poste das doch gerne in die Kommentare. Lass uns daran teilhaben, was du dazu denkst oder ob dir noch was anderes einfällt, was du tun kannst, um heuer noch Umsatz zu machen. Und ansonsten, Juliane, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ja, ich danke dir für diese kurze Marketing-Coffee-Break. Ja. Wie hast du deinen Kaffee heute übrigens? Heute mit ganz viel Milch und Zimt und Zucker. Mm. Auch wenn meine Kinder sagten, der gehört doch auf den Milchreis. Bei mir kommt er in den Kaffee. Und bei dir? Sehr gut. Ich habe wieder einen ganz normalen Milchkaffee, wieder mit Mandelmilch, mit ganz wenig Kaffee. Das übliche Getränk sozusagen bei mir. Aber auch lecker. Ja, sehr lecker. Ich mag es gerne. Ja. Gut. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Juliane. Und auch dir, wenn du gerade noch zuschaust oder das Video später anschaust, hab noch einen schönen Tag. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg bei dem, was du heuer noch vorhast. Und ja, viel Erfolg bei den Aktionen, die du heuer noch setzen möchtest, um Umsatz zu machen. Ganz genau. Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren, was ihr noch jetzt die letzten Tage vor Weihnachten macht. Ja, und euch allen da draußen eine schöne Zeit, einen schönen Tag heute noch und am nächsten Donnerstag sehen wir uns aber auch nochmal wieder auf meiner Facebook-Seite, nochmal mit einem kleinen Thema, Marketing-Thema kurz vor Weihnachten. Perfekt, super. Ja, dann noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Genau, bis dann. Tschüss.